Das sieht aber lecker aus, was Peter Kramer von Spoontainable mitten in der Heidelberger Innenstadt hier kredenzt. Das ist die Törriwurst. Die was? Die Törriwurst ist im Prinzip eine Thüringer Bratwurst. Wir haben eine spezielle Soße entwickeln lassen, wir haben spezielle Gewürze entwickeln lassen. Das ganz Besondere daran ist, dass die Thüringer-Wurst in einer essbaren Bowl angeboten wird, mit einem essbaren Pika. Die Bowl besteht aus Weizenkleie, soll bis zu einer Stunde halten und der Thüringer-Wurst Halt geben. Und so möchte Spoontainable der Currywurst den Kampf ansagen. Wir gehen davon aus, dass in Deutschland mehr als 800 Millionen Currywürste verzehrt werden. 650 Millionen davon mit Einwegmüll. Und Einwegmüll ist unser Thema, dem sagen wir den Kampf an und dementsprechend dann indirekt auch der Currywurst. Und deshalb haben wir die Currywurst auf den Weg gebracht, ohne Einwegmüll. Jetzt haben wir schon viel gehört von der nachhaltigen Wurst mit essbarem Behälter. Aber schmeckt die auch? Wir haben die Heidelberger zur Pike gebeten. Sehr gut, muss ich sagen. Fast wie Currywurst, aber noch schon dick besser. Schon erst ungewöhnlich, da hineinzubeißen, weil gerade auch der Pizza. Erst meint man, es könnte Holz sein, aber nein, es schmeckt tatsächlich und ich finde es klasse. Sehr aromatisch, sehr gut vom Fleisch. Also gut. Teller und Besteck nach dem Essen einfach im Mund verschwinden lassen. Die Heidelberger finden das großartig. Gerade Thema Nachhaltigkeit ist natürlich genial. Man isst, man kriegt einen Teller, den man essen kann und am Ende ist alles weg, muss nichts wegwerfen, außer vielleicht die Serviette. Und ja, coole Idee. Sehr interessant, ja. Finde ich gut, dass man es mal so sieht und ja, ich finde es okay. Ich habe ja auch nicht das Problem, nachher den Müll loszuwerden. Ich esse ihn einfach auf. In Sachen nachhaltigem Essen soll es das mit der Currywurst aber noch lange nicht gewesen sein. Was Süßes soll es bald auch geben. Kaiserschmarrn, also die Produktentwicklung ist schon relativ weit, weil da ist es im Prinzip genauso sehr, sehr oft, was weiß ich, auf Berghütten, wo auch immer. Da ist natürlich auch das Thema Müll ein Thema. Es wird definitiv noch mehr Produkte in der essbaren Bowl geben. Und für Mitte September ist dann auch eine vegetarische und vegane Alternative zur Currywurst geplant. Wir sagen, Jutenhunger.